Hey Leute, was geht? Mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal PaddyStarTV. Hier geht's heute weiter mit einer neuen Folge von FIFA 14 Ultimate Team und nach der letzten Folge, wo ich dieses Pack-Opening gemacht habe, habe ich mir danach ein paar Spieler gegönnt und habe jetzt hier meine neue Mannschaft zusammengestellt aus den restlichen Münzen, beziehungsweise ich habe immer noch ein paar übrig. Ich habe die Aufstellung geändert auf 4-1-2-1-2, heißt einen zentralen Defensiven, dann zwei Zentrale, einen zentralen Offensiven und zwei Stürmer. Hat mir hier die Innenverteidigung deutlich verbessert. Linke Seite spielt jetzt Schmelle, rechte Seite Priestcheck, hier Mickey, dann hier Sven Bender oder Lars Bender, ich weiß nicht, einer der Bender-Zwillinge, dann hier Gustavo auf Doms Tipp hin als zentralen Defensiven, Mandzukic als Stürmer und Prinz Boateng als zentralen offensiven Mittelfeldspieler plus Adler als Goalie. Und damit, wenn es damit jetzt nicht besser geht, dann weiß ich auch nicht. Insgesamt glaube ich, habe ich dafür, lass mich nicht lügen, 15.000, 20.000, 30.000 Münzen glaube ich ausgegeben, bisschen weniger. Ja, spiele jetzt hier mal im Gladbach Auswärtstrikot. Als Logo habe ich noch Arsenal. Und wir sehen schon, unsere Gegner haben ein mindestens genauso starkes Team hier aus der englischen Liga. Wir sehen viele Man City Spieler, Chelsea und Tottenham, rechter Verteidiger. Man U war auch noch einer dabei. Also ein gleichwertiges Team aus der englischen Liga. Mit im Barca-Trikot. Irgendwie sind die Trikots scheiße. Aber ich finde ja immer was zu meckern. Ein bisschen Lag ist auch drin. So, mal gucken, wo wir uns jetzt hier durcharbeiten können. So. Schade. Oh, 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 oh. Einfach erstmal raus hier. Wenn ich jetzt natürlich erkennen könnte, wer von den Spielern zu meinem Team gehört, dann wäre ich da zufrieden. Hier lässt er mich jetzt nicht vorbei. Den sollte Dante haben. Sehr gut. Und dann hier oben Mandzukic. Ach, schade, ey, da wollte ich in die Mitte ziehen. Oh, da dumm austanzen lassen. Und dann rennt mein Gegner einfach mal ins Aus. Damit kann ich natürlich leben. So, weiter geht's. Ach, der steht nicht im Abseits. Boateng hier kann sich nicht durchsetzen. Ach, da steht die Schiedsrichter im Weg. So, wenigstens werde ich da schon mal nicht überlaufen. Ach, verdammt, ich wollte weiter runterspielen, aber der stand, glaube ich, eh im Abseits. Ah, und dann verliert er dann da den Ball. Nein! Ja, der Pass war nicht schlecht diesmal. Ach, ich war doch dran. So, Dante ist aber dran. Und vertändelt den Ball dann direkt wieder hier. Könnten wir uns aber vielleicht mal befreien hier. Jetzt kriegen wir noch einen Vorteil für 4. Gibt's noch eine gelbe Karte? Ja, gelbe Karte gegen Yaya Touré. Gar nicht ganz genau gesehen. Okay, da war jetzt auch nichts.
Naja, hier nehmen Sie. Ach, starte doch mal eher. Nein. Hallo? Oh mein Gott, ey. Was war das? Halleluja, ey. Also, offensiv komme ich immer noch nicht so richtig in Fahrt. Ah, verdammt. So. Da ist Mandzukic. Genau deswegen habe ich mir den Mann geholt. Ey, das ist ein Kopfball hier in der Mitte. Letztens schon mit dem neuen Team Pokalspiel gespielt, um das zu testen. Und dann auch drei Kopfballtore von Mandzukic. Und dann können wir uns mit Boateng durchsetzen und dann in der Mitte im 1 gegen 1. Der Torwart fliegt auch noch vorbei. Und dann gibt es hier das 1 zu 0 zumindest mal. Müssen mal gucken, dass wir uns jetzt langsam mal hier aus Liga 9 schlagen. Ach, verdammt, ey. Das war schön durchgesetzt. Jetzt haben wir wenigstens mal Chancen gehabt hier. Ach verdammt, ey, da unten ist der. Wer läuft denn da rum, ey? Ich dachte, der wäre aus meinem Team. Da trabt da einer an der Seitenlinie und geht da spazieren, ey. Ach, ich hasse das. Ich brauche ein anderes Trikot noch. Wollte mir noch das Trikot von Dortmund holen, aber da wollen die irgendwie 5000 Münzen für haben oder so Scherze. Warum wollte ich mir das Trikot von Dortmund holen? Weil es gelb ist und es gibt eben nicht so viele andere Teams mit gelben Trikots. Och Mann. Ey, das hätte doch jetzt da 2-0 sein müssen, bitte. Und wieder nicht. Wieder nicht. Come on. So, jetzt vielleicht Piszczek bei der Ecke. Nein, doch nicht dem Gegner hier direkt vor die Füße. Schön verteidigt hier wenigstens. Es war leider ein Eckball, aber nein. René Adler ist da. Steh auf, mein Junge. Boateng. Und dann direkt in die Arme des Torhüters. Da wollte ich vielleicht an dem Torwart vorbei, aber die Ballannahme war halt eben nicht gut genug. Und wieder ist Čech da. Was ist denn das für ein Monster? Mann! Och nee. Halleluja, ey. Auch mal Glück gehabt. So schnell kann es gehen. Da fällt fast das 2-1, obwohl wir jetzt hier gefühlte 800 Chancen zum 2-0 hatten. Also diesmal kann ich mich nicht beklagen über meine Chancen, die ich da habe. Und gut, der Pass war grottig. Ja, da wollte ich durch die Mitte. Und dann abseits, abseits. Ich hab's mir noch gedacht. Alter.
An Schmelle läufst du nicht mal einfach so vorbei. So nicht, so nicht. Und so, besseres Spiel meinerseits auf jeden Fall. Mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse. Einen hätten wir mindestens noch verwandeln müssen. Dann würden wir hier 2-0 führen. So hat der Gegner eine gute Chance gehabt und hätte sie alle. Ach, sowas hasse ich doch. Das ist doch lächerlich. Nimm den doch den Scheißball ab, du. Sorry, das war natürlich ein sehr schlechter Ausdruck von mir. Muss das, glaube ich, rauspiepen. Aber das kann ich nicht sagen. Hummels ist zu langsam, kommt hier nicht hinterher. Und dann kommt aber hier Schmelle, glaube ich, zurück und klärt das Ding. Hier nochmal Juve, also der muss drin sein, leider. Ich war ja nicht drin. Ach, verdammt, der passt etwas härter. Und dann geht nicht rein. Mit Ansage, ey. Und dann holen wir den Abstoß hier raus. Nein, ey, wie viel Pech kann man denn heute haben schon wieder? Das ist unglaublich, das ist unglaublich. Genau, jetzt bolzt den Ball doch mal weg, ey. Ah, Mann, 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 Mann. La, da, 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 das wird am Ende bestraft. Ich verliere das Spiel, das sehe ich jetzt schon. Ja, genau durch sowas, genau durch sowas. Lächerlich. Ganz, ganz lächerlich, dieses Spiel. Ach, jetzt jubel doch auch nicht, so eine Kacke, Alter. Das ist doch scheiße, sowas. Das ist so scheiße. Dieses Spiel mag mich einfach nicht, ey. Ich kann machen, was ich will. Ich kann nicht gewinnen in diesem Spiel. Also, warum nimmt er den Ball denn nicht ab? Dann spielt er zum Falschen hin, ey. Und er kriegt ihn auch nicht
Unglaublich, ey. Ich raste aus. Ich raste sowas von aus mit diesem Kack hier, ey. Genau, er springt mit einem scheiß Kung-Fu-Tritt in mich rein und der Schiedsrichter, der pfeift nix. Nix pfeift die Flasche, Mann. Ey, ich muss mir den Scheißball da stundenlang erkämpfen und der rennt ihn mir einfach weg. Greif den doch mal an. Unglaublich, was mein Team macht. Unglaublich, was ich mache. Und wieder der Ball weg. Ey, die müssen nichts machen und der Ball ist weg. Sechsundachtzigste Minute schon, ey. Wir waren eine komplette Halbzeit besser, haben Chancen für 100 Jahre. Und jetzt wird er auch verarscht vom Spieler an der Seitenlinie. Halleluja, Alter. Mit Kopfbällen, anders kriege ich es irgendwie nicht hin, Tore zu erzielen. Und damit gewinnen wir dieses Spiel doch noch. Ich werde bekloppt, ey. Wir können endlich mal in Liga 9 hier ein Spiel gewinnen. Wir waren eigentlich sehr überlegen. Ein dummer Fehler hat zum Gegentor geführt. Aber mit zwei Kopfballtoren von Mandzukic und Juve können wir hier gewinnen. Gucken wir jetzt mal, wie das in der Punktetabelle in Liga 9 jetzt aussieht. Ich denke, da müssen wir jetzt Liga 9 überwunden haben. Erstmal die Münzen, ja, weiter. Und nochmal weiter. Und ja, jetzt haben wir auf jeden Fall 10 Punkte in Liga 9, 13 brauchen wir zum Titel. Vielleicht können wir eins der nächsten beiden Spiele ja noch gewinnen. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen mit dem neuen Team. Ich habe zumindest besser gespielt. Am Ende dann knapp gewonnen. Etwas ärgerlich, dass es nicht deutlicher ausgefallen ist. Aber euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Paddy für PaddyStarTV. Ciao.